So. Das war das, was ich irgendwie nicht gekriegt habe. Da muss ich hin. Okay. In die Wellen. Ich stehe schon irgendwie wieder fett. So, muss ich jetzt hier zurück oder was anderes bekämpfen? Mach Platz. So kann ich da nicht hin? Ich sollte nicht zu lange in diesem Eisbad bleiben. Das will ich also nicht. Aber irgendwie nur der andere Platz besetzt. Grüße, Rabenclan. Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr? Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des Waisenkönigs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Warum setzt du deine Leute für uns aufs Spiel, König? Was gewinnst du dabei? Dieser Krieg zwischen Kjötvis Clan und dem euren brodelt schon lange an meiner Südgrenze. Ich will, dass er aufhört. Solange Kjötvi lebt, wird es keinen Frieden geben. Doch dein Vater und ich sind uns in vielem einig. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrikstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Hilf uns hier mal! Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Tja, ich nicht. Ich muss dann mal mit dem Hütchen fahren.
Da ist was. Und da ist der Aussichtspunkt. Und da sind mal die Materialien. Ach, das haben wir halt, glaube ich, mal angeschaut und dann sind wir dann ziemlich verreckt oder so. Pfeile haben wir nicht 13. Klaufdrahtschrellen rechts 2 Fertigkeitspunkte, das ist doch gut. Klauf sogar 6. Kann man hier machen. Attentatsschaden. Angriffsschaden. Ist ja nicht gut. Ach du Scheiße, das geht ja immer weiter. Gift habe ich noch nicht. Gift habe ich noch nicht. Attentatsschaden ist auch noch nicht so verkehrt. Ach du Kacke. Fähigkeitsschaden, Nahkampfschaden, auch gut. Ja, Himmel. Was kriegen wir da? Fortgeschrittene Meuchelmord. Meuchelmord. Führt der Gegner mit hoher Stufe durch einen zeitlich gut abgestimmten Angriff. Das kenn ich doch nochmal her. Gesundheit. Das ist immer gut. Hütchen hätte ich noch. Ich nehme das mal. Vielleicht nicht immer so schlecht. Wir haben auf jeden Fall noch viele, viele Materialien, was wir upgraden können. Da kommen solche Kisten natürlich zugute. Da ist ein Haufen Zeug drin. Merkt man schon, dass die da wegen Schwierigkeiten mit dem Rücken zu gehen. Ich würde aber jetzt auch ein Pferd reden. Das ist dann sowas wie... Ja, da fliege ich über den Abgrund. So. Ah, was kann das? Wie kann ich das Pferd rufen? Hm. 126 Meter, das ist ja sogar richtig für die Beute, ne? Dann muss ich aber hoch. Okay. Wir reiten mal. Kommst du da hoch? Ein bisschen Abkürzung oder so. Ich glaube, ich gehe hier doch ein bisschen zu Fuß. So war das nicht gedacht. So sind wir jetzt da so weit weg.
Lässt vermuten, dass hier so eine Höhle ist, ne? Zur Hölle, oder? Das ist die gute Frage. Das oben da geht's bestimmt irgendwo unten rein, oder? 90 Meter. Was geht's da runter? Das kann doch nicht so weit runter gehen, oder? Ist er rüber? Dieser Ort wird gut bewacht. Wie dieser Ort? Ach, da ist er was. Was ist hier? Ne? Aber das ist doch kein Schwein. Und lass mich ran, an der Wasserfall geht's rein hier, ja. Ist auf jeden Fall Fackel da hinten. Ich kann doch nicht durch und springen. Oh, das war nicht so gedacht. Nee, nee. Ja. Doch nicht so. Ich hab's da die Fackel gesehen. Wo war der Fackel? Drüber zum Pfeil. Da wollte ich garantiert so. Das ist jetzt nicht so die erhoffte Beute, die wo ich will. Da ist sonst nichts, ne? Da geht's halt weiter. Gut gedacht, schlecht gedacht, gut. Küche voll. Der Feind. Da hinten rein. Jetzt ist es aus! Deck mir den Rücken!
Wenn du bloß dann guckst. Da! Schieß diese miese Spinne da runter! Habe ich die Spinne getroffen? Schießt er irgendwo nicht. So. Gib mir Pfeile. Gibt's auf jeden Fall eine Pfanne. Was tust du da? Wo ist man? Augenblick! Dein Tod naht! Jetzt voll. Da geht's auch nicht mehr gerade hin, ne? Ist das da? Ah, okay. Hätte jemand den Kopf haben müssen können. Falsche mit. Na gut. Eingang finde ich jetzt da irgendwo noch 72 Meter weiter unten. Das war da oben. Naja, gut, scheiß drauf. Was wird drücken? Gehen wir das. Oh cool, dann gehen wir. Okay.
kämpfen, oder? Oh, mit Pfeilen. Also drin. Jawohl. Gucken, was dahin geht. Das wird jetzt hier easy peasy einsammeln. Okay, gehen wir mal dahin. Aussichtsbügel hinten. Das ist irgendwie zu tief. Keine Ahnung. Und schon ist weg. Das ist ab diesem Punkt hier irgendwie 90 Meter weiter unten. Irgendwie noch so eine beschissene Kackhöhle. So, das ist ja erstmal ein Aussichtspunkt. Vielleicht verrät uns da ein bisschen was. Ah, ich bin auch ein bisschen darüber. Sau ist hier draußen, bloß ich. Hm. Da drüben wäre auch was. Das da schaut auch schon eher aus wie Übergang. Das ist toll. Fast auf dem Weg Licht. Natürlich ist da nochmal abgeladen oder was? Jawohl. Kommt der Schast. Oh.
Schild entdeckt. Na schön. Ach, gleich haben wir's. Mühsam ernährt sich hier das Eichhörnchen. Junge, wir haben es geschafft. Auf jeden Fall ein Rätsel. Da ist noch ein bisschen was zum Sammeln. Der Insel, da ist auch noch was. Den da habe ich aber nicht knibbelt. Ich weiß nicht, warum das nicht weg ist. Okay. Was ist denn in der Nähe? Das da ist in der Küstennähe. Da muss ich hin dann. Ich habe aber keinen Bock da oben rum zu rennen und dann wieder daher. Wie gesagt, wir machen bloß hier einen kleinen Abstecher darüber. Holen uns da das Zeug. Wie schaut's denn hier aus? Ne, kann man noch nicht. Oh, die Kühe können wir verbessern. Da ist schon mal was verkehrt. Kann ich da was verbessern? Nee, ne. Und den da, den kann ich verbessern. Sieht schlecht aus hier. Das wäre hier unten, ich kann da bestimmt nicht so runterspringen, ne? Sprungen nennt sich ein Tod, weil das sie böse. Machen wir Angst. Klasse. Das war jetzt die Hälfte. Ach, der Kugel. Ach, das Spiel hält uns nicht erst als ein Screener, sondern ein Bergsteiger-Simulator. Thank you.
Wenn sie da das Seil rutscht oder irgendwas bauen können, oder da unten liegt noch wegen mir. Können wir hier runter rutschen müssen? Oh, tatsächlich. Möglichkeit nach links, hm? Wahnsinn. Ich freue mich da immer alles rein und viel Spaß beim Klettern. Ach du Kacke. Ich glaube, das war eine blöde Idee. Ich küsse den Boden, wenn ich unten bin. Wirklich. Gibt's doch nicht. Jetzt stellen wir vor, dass wir es vergessen und muss wieder zurück.
Oh, der Schatz. Sieht da irgendwas aufhängen oder was? Oder wie? Ist doch nicht nur normal hier, oder? Eigentlich kann ich die Wand zum Drucken. Ich sehe da aber nichts, was man zerstören müsste oder sowas. Ich zog den Eingang gerade zu finden, oder? Kannst du aber nirgendwo durchgleiten oder sowas? Kannst hier auch nichts zerstören? Das vielleicht später mal oder so, wenn man mehr Fertigkeiten hat. Gut, wann los? Ein Eimer, ja, den habe ich schon mal kurz. Ist gar nicht so leicht, das Zeug zu kriegen. Ey. Na gut. Dann kann ich keine 5 Jahre mit verbringen, da irgendwie den Eingang irgendwie zu finden. Oh. Das war schlecht. Ich hoffe, mein wärmeren Gebieten ist es nicht so. Ja, 800 Meter diese Richtung. Ich kann dann natürlich versuchen, die Küste da irgendwie ein bisschen entlang zu gehen. Und bald zu umlaufen. Ja, vielleicht ein bisschen einfacher. Das ist mein Kackerplan. Da steht ein Pferd dran. Das sind die berühmten Schneepferde, ne?
hinten. Ah, das Pferd ist erschöpft. Ja, das ist am Schluss schießen muss oder so. Ich muss aber irgendwie mal durch. Ja, die Bären sind alle gerade ungefährlich hier. Jetzt können wir mal wieder rein langsam. Das Pferd auch gut. Jetzt komme ich schon aus dem letzten Loch. Ja, wir sind doch schon fast da. Ist feindlich hier, oder ist das halt gut ist, ne? Das war Bähne, ja, genau. Was soll das denn? Und macht dann alle. Mama braucht ein neues Fell. Wow. Das ist ganz schön stark. Dann macht man. Ihr seid locker 20, 30 Mann. Ihr werdet jetzt wohl alle mal auf den Bären draufknibbeln. Ich will nichts fällen. Der macht alle den Nass oder was? Wow, das tut mir weh. So, was gibst du jetzt? Ein Bild? Na, warte. Was machst du denn da? Wir lassen nur das Pferd, so einen komisch packt. Guck mal, guck. Was freut ihr euch da so? Gibt's irgendwas? Der ist da oben. Kollege. Eivor, du hast den Auftakt verpasst. Kjötvis Vorposten schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Greifen wir also von hier aus an? So ist es und wir sind hungrig auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Ist es das, was du willst? Muss das sein? Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Heute nun muss meine Klinge das Werk von Skulds scharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Krieger Skalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Eivor, auf ein Wort. Basim, Heitam. Diese Fehde ist nicht die eure und doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten?
So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Haitham ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Haitham, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen. Doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Gut, gut. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie mein Rabe sich an dir satt frisst. Sieh mal an! Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsmal, um sich an mir zu versuchen. Hier reiße ich die Glöden ab, also. Dies ist meines Vaters Schande. Heute hole ich die Ehre zurück, die er verlor. Ich rufe einen Holmgang aus! Hier! Gegen den Eidbrecher! Du wirst flehen, wie dein Vater gefleht hat, Wolfsruf. Kreischen, wie deine Mutter gekreischt hat. Du hast mein Leben zerstört. Nun nehme ich deins. Du bist so schwach, wie dein Vater es war. Du solltest tanzen und nicht kämpfen. Boah, der haut aber gigantisch drauf. Das sieht noch nicht, wenn er blockt. Was ist das? Was? Ich hab da geblockt. Jedes Mal, wenn ich zuhaue, dann kommt er daher. Was macht er jetzt? Meine Klinge wird dein Blut trinken. Dein Fleisch wird meine Welt verlieren. Alter, du machst einen drum Umschlag. Wie kannst du nicht mit Pfeilen? Vorsichtig sein hier. Oder mal gehen. Ich kann nicht ausweichen. Ich hab keine Ausdauer. Hey, was soll das? Was soll die Scheiße? Deines Vaters.
Nee, jetzt fressen wir mehr. Okay, bist jetzt blöd? Was denn jetzt bitte? Steh auf, Evo. Und erwache. Odin. Was verlangst du von mir? Du erhältst deinen Lohn, Wolfsmal. Den Ruhm meines Todes. Um zu leben, denn ich weiß, was uns am Ende erwartet. Nur Dunkelheit. Eivor. Du gabst deinem Volk ein neues Zuhause, als deine Heimat karg und unwirtlich wurde. Du gabst den Wikingern etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Du hast es geschafft, diese zerrütteten Königreiche zu zähmen. Aber deine größte Reise steht dir noch bevor. Macht euch bereit. Wir müssen ein Königreich erobern. Nun geh, Eivor. Sichere dir deinen Platz in Valhalla.